Hallo, und heute habe ich dir eine Bizepsübung mitgebracht. Für den fortgeschrittenen Bereich ist die gedacht. Mit der Übung kannst du verschiedene Bereiche deines Bizeps trainieren am Kabelzug. Und wie das funktioniert, das siehst du jetzt. Vor dem Start der Übung solltest du an einem niedrigen Kabelzug, einige kannst du auch in der Höhe verstellen, einen Einhandgriff einhaken und ein erstmal nicht zu schweres Gewicht verwenden, damit du erstmal ein bisschen Gefühl für die Übung bekommst und dann kannst du auch schon loslegen. Die Übung ist einarmig auszuführen, das heißt, du nimmst dir jetzt den Griff erstmal raus, gehst einen Schritt, sodass das Gewicht schon in der Luft ist und du jetzt vor dem Kabelzug stehst. Die andere Hand, die jetzt nicht arbeitet, die kannst du entweder auf deinen Bauch legen oder einfach ganz normal hängen lassen. Wenn du sie auf den Bauch legst, hast du etwas mehr Stabilität. Der Arm ist jetzt in der Achse hinter dem Körper und du versuchst jetzt erstmal nach oben zu beugen und den Ellbogen auf selber Höhe zu lassen. Bei dieser Übungsausführung triffst du den langen Bizepskopf, der dafür sorgt, dass du mehr Masse im Arm hast. Du hast auch noch eine Möglichkeit, und zwar die Übung ein bisschen abzuwandeln und damit auch den kurzen Kopf vom Bizeps zu erwischen. Ausgangsstellung ist die gleiche. Nur jetzt gehst du mit dem Ellbogen ab diesem Punkt noch ein Stückchen nach oben hoch und triffst dann hier in die Spitzenkontraktion des Bizeps und auch des kurzen Kopfes. Wichtig bei dieser Übungsausführung ist, dass du dir bewusst bist, dass die vordere Schulter mitarbeitet, und solltest du in diesem Bereich Probleme haben, mach diese Übung bitte nicht so, sondern achte darauf, dass du mit dem Ellbogen hinten bleibst. Solltest du den kompletten Bizeps mitnehmen wollen und keine Probleme haben, kannst du diese Intensitätstechnik gerne benutzen. Die dritte und letzte Variante zielt jetzt nochmal auf den kurzen Kopf ab. Dabei ist die Ausgangslage ein bisschen anders. Und zwar stehst du vor dem Kabelzug, hast den Ellbogen jetzt vor dem Körper und ziehst hier rein. Damit schaffst du es, deinen Bizeps noch etwas höher zu machen. Wenn du den langen Kopf vorher schon trainiert hast, kannst du natürlich auch beide Varianten machen. Überhaupt gar kein Problem. Oder sogar alle drei, um alle Bereiche des Bizeps zu treffen. Viel Spaß beim Nachmachen.